Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 168. Episode der Kirchensprache am 4. Fastensonntag, den 10. März 2024. Mein Name ist Pastor Martin Weber. An diesem Sonntag ist die Einführung von Stefan Dördelmann, Paul Hagemann und Sebastian Frier in Kevela. Nach den Infos aus der Pfarrei hören wir dazu etwas von Pfarrer Stefan Dördelmann. Außerdem berichtet Stadtjugend- und Schulseelsorger Christoph Moormann vom Missio-Track. In der Telefonausgabe hänge ich die Episode von letzter Woche noch einmal dran, weil die leider nicht übergekommen war. Doch zunächst der Blick in die laufende Woche. Pastor Paul Kodanur hängt durch den Lufthansa-Streik in Indien fest und kann erst am Montag wieder zurückfliegen. Das Seelsorgeteam ist zusammen mit den Kolleginnen des Dekanates von Montag bis Mittwoch zu einer Pastoralkonferenz in Kloppenburg-Stapelfeld unterwegs. Es geht dabei auch wieder um den pastoralen Raum. Montag um 17.30 Uhr ist Schweigen für den Frieden auf dem Oberen Markt. Die Messe am Dienstag um 8.30 Uhr in St. Maria Magdalena fällt aus. Mittwoch um 14 Uhr ist die Doppelkopfrunde der Senioren St. Michael im M-Haus. Mittwoch um 15 Uhr ist das Treffen der ökumenischen Gruppe 60+ im Pfarrheim St. Modestus. Mittwoch um 19.30 Uhr ist Gemeindeausschuss St. Maria Magdalena im Pfarrheim. Donnerstag um 8 Uhr ist der nächste Arbeitseinsatz der Gärtner an der Herz-Jesu-Kirche. Donnerstag um 15 Uhr ist Café for You im M-Haus. Donnerstag um 19 Uhr ist Gebetsruf der Kolping-Familie St. Peter und Paul beten für den Frieden in der Kirche. Donnerstag um 19.30 Uhr hält Dechant Peter Kossen in der Erna de Vries Gesamtschule einen Vortrag zum Thema des Missio-Tracks »Eine Welt, keine Sklaverei«. Freitag um 19 Uhr ist Gebet vor dem Kreuz in Herz Jesu, vorbereitet vom Kirchenchor. Samstag ist der Missio-Track an der Erna de Vries Gesamtschule offiziell und kostenfrei für alle interessierten Kirchengemeinden geöffnet. Am nächsten Sonntag ist die Kollekte für das Hilfswerk Miserior. Am nächsten Sonntag lädt die KAB St. Johannes Bosco um 9.30 Uhr zum Familienfrühstück ins Bosco-Haus ein. Am nächsten Sonntag ist die zweite Erklärungsmesse für die Erstkommunionkinder um 9.45 Uhr in St. Johannes Bosco und um 11 Uhr in St. Ludwig. Am nächsten Sonntag um 16 Uhr ist ein Konzert in der Ludwigkirche, ein Blockflötenkonzert Legno con Passione plus Cembalo-Orgel. Es werden virtuose und festliche Musik aus der Renaissance und Barockzeit gespielt. Der Eintritt ist frei. Am nächsten Sonntag um 18 Uhr ist der Gottesdienst Heiligkreuz Impuls im Pfarrzentrum St. Ludwig. Am nächsten Sonntag um 18 Uhr ist ökumenische Andacht im Pfarrheim der Matthäuskirche. Ja, wir kommen gerade von einem interessanten Abend. Die erste Einladung, die wir sozusagen gekriegt hatten, war von den Gärtnern und der Haustechnik des Priesterhauses. In die Gärtnerei rein mit Grillen und Salat und so weiter. Und das war ein richtig schöner, zwangloser Abend. Fand ich richtig toll, dass mit so einer Truppe so ein erstes großes Treffen, also großes Treffen war. War richtig schön. Wir erleben wirklich eine ganz freundliche Aufnahme und ja, recht viele, die irgendwie identifiziert sind mit ihrer Arbeit, mit ja, St. Marien, mit Wallfahrt, mit Gemeinde, mit Musik, mit Priesterhaus, was auch immer das im Einzelnen ist. Also viele Leute, die ihre Sache mit ja, Herzblut und Engagement tun. Und das ist einfach etwas, was Gutes und Schönes und ansteckend ist. Ich bin gespannt, wie der Alltag wird. Ja, alles Liebe, alles Gute. Christoph Moormann, Stadtschulseelsorger der katholischen Kirche in Ibbenbüren. Der Missio-Truck ist wieder da. Vom 14. März bis zum 16. März 2024 macht er im Rahmen seiner Deutschlandtour Halt in Ibbenbüren. An der Erna de Vries Gesamtschule wird der Truck stehen. Das Thema: Eine Welt, keine Sklaverei.
Ein besonderes Highlight ist, dass wir Pfarrer Peter Kossen gewinnen können, der bei der Entwicklung des Missio Trucks einen erheblichen Beitrag geleistet hat. Und für einen Vortragsabend am Donnerstag, den 14.03. um 19.30 Uhr im Schulrestaurant der Erna de Vries Gesamtschule zur Verfügung steht. Peter Kossen ist bekannt, er ist Pfarrer in Lengerich, jetzt auch Teil des neuen pastoralen Raums, Mitglied des Priesterrates des Bistums Münsters und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Bekannt wurde Peter Kossen durch seinen Einsatz für Arbeitsmigranten und gegen deren Ausbeutung etwa in der Fleischindustrie. Dabei wurde ihm 2020 der Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalens verliehen. Herzliche Einladung zu dem Vortragsabend mit Peter Kossen am Donnerstag, den 14.03. um 19.30 Uhr an der Erna de Vries Gesamtschule. Christoph Moormann, Stadtschulseelsorger der katholischen Kirche in den Büren. Der Missio Truck ist da. Vom 14. März bis zum 16. März 2024 macht er Stationen im Rahmen seiner Deutschlandtour in Imbüren an der Erna de Vries Gesamtschule. Wenn Sie sich den Truck anschauen möchten, gibt es die Möglichkeit, am Samstag, den 16.03. offiziell und kostenfrei für alle interessierten Mitglieder der Kirchengemeinden, sich den Truck genau anzuschauen. Es gibt 4 Zeiten und je Zeit je 20 Tickets. Wenn Sie interessiert sind, melden Sie sich bitte beim Fahrbüro St. Mauritius unter der Nummer 05451 594910, um ein Ticket zu reservieren. Der Missio Truck wird auf dem Schulgelände der Erna de Vries Gesamtschule stehen, am Sportzentrum 22 in 49497 Ibbenbüren. Die Zeiten sind von 9 bis 10, 10.15 Uhr bis 11.15 Uhr, 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Der Missio Truck bietet in seiner Ausstellung den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, nicht nur über das Problem informiert zu werden, sondern auch konkrete Handlungsmöglichkeiten kennenzulernen, um zu einer Welt beizutragen, in der alle Menschen in Würde leben können. Eine Welt, keine Sklaverei. Christoph Moormann, Stadtschulseelsorger der katholischen Kirche in Büren. Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck.